Hallo liebe Wassermannfrau, lieber Wassermannmann, hier ist die Inbal von inbalstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben diese Woche vom 15. bis 21. Juni aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar befindet sich der Link zu den häufigsten Fragen, die Links zu den Jahres-, Monats- sowie Wochenlegungen und der Link zur Übersicht aller Tarotkarten, wo du auch Tarot of Dreams finden kannst. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Und ja, das habe ich schon gesagt, Entschuldigung. Die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen, okay? Also, schauen wir mal. Gib mir bitte ein Bild zum Liebesleben von Wassermann vom 15. bis 21. Juni, bitte. Hoppala, da kommt schon was. Ich nehme die mal. 4 der Münzen, 3 der Münzen. An die, die neu sind, ich arbeite normalerweise mit zuerst mit inneren Visionen, inneren Messages und gehe dann zu den Karten über. Jetzt sind hier aber 2 rausgefallen. 4 der Münzen und 3 der Münzen. Wassermann, du bist momentan im Liebesleben recht zurückgezogen, weil du hier deine Zeit ganz woanders investierst. Es scheint hier um Ausbildung zu gehen, es scheint hier um das Aufsteigen im Beruf zu gehen, um das Erlernen einer Sprache. Irgendwas, das deine Fähigkeiten erhöht, Wassermann. Ja? Ich hatte, als ich meine Augen geschlossen habe, um meine intuitive Message zu bekommen, habe ich so, vor allem so das Gefühl bekommen von Chancen verpassen. Zuerst habe ich einen Jungen gesehen, dem was angeboten wird und er lehnt es ab. Es ist was Gutes, das ihm angeboten wird. Es war irgendeine Süßigkeit oder so. Und dann habe ich 4 der Kelche gesehen. 4 der Kelche, also das ist dann in der Liebe Chancen verpassen. Und jetzt kommt hier 4 der Münzen und 3 der Münzen. Wassermann, du verpasst diese Woche Chancen in der Liebe, weil du dich deiner Weiterentwicklung hingeben möchtest. Und das ist deiner Meinung nach auch gut so. Und ich finde das auch nicht schlecht. Ich finde das auch nicht. Du sagst, ich habe hier persönliche Ziele, ich habe hier Ziele in Bezug auf Beruf, in Bezug auf Karriere, in Bezug auf persönliche Entwicklung und ich möchte zuerst diese Themen angehen und wenn ich dann die Liebe verpasse, ja, was soll ich tun? König der Stäbe. Du brennst für das, wofür du da gerade arbeitest. Ja, da gibt es irgendetwas, wo du versuchst, etwas zu erreichen. Und es ist dir ziemlich wurscht, wenn du vom 15. bis 21. Juni die große Liebe nicht antreffen solltest. Ja? Bei diesen Legungen nicht vergessen, das sind Zukunftsvorhersagen, das ist für die nächsten 7 Tage. Ja? Wenn es heute noch nicht resoniert, dann muss man abwarten. Dann muss man abwarten. König der Stäbe. Du hast dir da ein Ziel vor Augen gesetzt und für das brennst du. Ist das Einzige, woran du denken kannst, ist das Einzige, wofür du Gefühle hast momentan sozusagen. Und für die Liebe bist du nicht wirklich erreichbar. Hier sehe ich 5 der Kelche. Und jemand leidet. Ja. Du bist bei 4 der Münzen, sie sind bei 5 der Kelche. Dieser Mensch leidet, weil ihm die Liebe entzogen wird, sozusagen. Wir haben hier 3 kaputte Kelche und diese Drittpartei in dieser Konstellation, Wassermann, ist dieses Projekt, das du hast, das dich weiterbringen soll. Und ein solches Thema, also es geht an Herzensdame, Herzensmann, ein solches Thema sollte eigentlich nicht als Drittpartei betrachtet werden. Wieso sollte die persönliche Entwicklung meines Partners Konkurrenz für mich sein? Hat man da Angst, dass Wassermann nicht mehr interessiert sein könnte, sobald sie da höher steigen? Ist es das?
Königin der Stäbe. Es ist das Feuer immer noch. Also das war, in welcher Legung war das? Ah, war das die Junilegung, wo König und Königin der Stäbe hier aufgetaucht sind? Immer noch dieses Feuer, ja. Herzensdame, Herzensmann, Wassermann ist immer noch an dir interessiert, aber es gibt hier eine Woche, wo man Wassermann in Ruhe lassen soll. Ganz einfach. Also wir haben hier König der Stäbe und Königin der Stäbe in der gleichen Legung und ich sehe hier die Gegenseite leiden, weil dieser König der Stäbe sich momentan um etwas kümmern muss hier. Also, was soll ich sagen? Das ist eine Woche und man muss schon, also wenn man eine langfristige Beziehung haben möchte, dann sollte man auch langfristig denken. Ja, man kann nicht basierend auf einer Woche, basierend auf die Gefühle, die in einer Woche hervorgerufen werden, kann man nicht für die nächsten 2, 3 Jahre bestimmen. Oder? Und das ist ja auch sehr oft zum Beispiel bei langjährigen Partnern, wenn die sich mal trennen, dann hört man von diesen Menschen, wie es jahrelang schlecht gelaufen ist. Und nicht eine Woche. Okay, wir haben hier König der Stäbe und Königin der Stäbe und wegen einer Woche, wo Wassermann sich auf etwas anderes konzentriert, passiert nichts. No, no. Die gegenseitige Leidenschaft, die ist immer noch da, nur diese Woche hat Wassermann zu tun. Ganz einfach, ganz einfach. Turmsturz. Nein, nein. Die Situation wird sich ändern, entweder zum Guten oder zum Schlechten. Entweder ändert sich das Verhalten von Wassermann nach einer Woche, dass sie dann aufhören, sich auf das andere nur zu konzentrieren und dann auch sich um die Königin der Stäbe kümmern. Oder die Königin der Stäbe sagt, nein, ist mir egal, ich will niemanden, der mal eine Woche sich nicht auf mich konzentriert. Okay, und ja, ich bekomme die Message. Wahrscheinlich schüttelt ihr auch den Kopf, aber ich bekomme hier Energien von Königin der Stäbe, die sagen, ich will jemanden, der sich 365 Tage, 30, 7, 24 um mich kümmert. An mich denkt, an mir arbeitet, an der Beziehung arbeitet. Es ist hier plausibler, dass der Wassermann, das Wassermann hier, dass dieser König der Stäbe hier, die Rollen werden hier bei vielen vertauscht sein, dass der König der Stäbe hier schon bald damit aufhören wird, sich einzig auf das eine da zu konzentrieren. Ja, dass hier dieses Umdenken stattfinden wird und ihr dann hier nicht mehr leiden werdet. Okay, das ertönt mir plausibler, weil wenn der Turmsturz nach negativen Sachen kommt, dann ist danach meistens Sonnenschein, ja. Wenn es nach positiven Geschehnissen kommt, dann ist das eine Ankündigung für Negatives. Ist ein bisschen wie das Rad des Schicksals, ja. Es kehrt alles um, aber eher von positiv zu negativ und umgekehrt, anstatt wie beim Rad des Schicksals, dass alles gekehrt wird. Okay? Ich werde hier mit dem Rider-Waite. Das sind diese Karten hier, der Magier zeigt sich hier, Wassermann arbeitet hier momentan an einer Manifestierung, also dieser König der Stäbe arbeitet hier an einer Manifestierung, ja, die wollen sich hier was kreieren. Ich werde mit diesen Karten eine weitere Reihe hier ziehen, dann sehen wir, was hier genau passiert und worauf das Ganze hier hinausläuft. Und diese Karten hier werde ich fragen, was du noch nicht über Herzensdame, Herzensmann weißt, aber wissen solltest. Und da, wo ich Action sehe, werde ich eine Zeitkarte ziehen, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich auf deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye bye.